Ja, servus meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Runes of Magic. Ich bin's, euer André. Und ja, es geht mal wieder weiter hier bei Rooney Mooney. Und ja, lasst uns mal gucken, ob ich hier durchblicke. So, wir sind jetzt hier in dem Dorf angekommen. Unser Startgebiet hatten wir beendet da in den Tiefen. Und deshalb. Auf jeden Fall ist ja einiges los, wie ich sehe. Sehr schön. Was? Eigentlich gerade eben eine Aufgabe. Scheint mich wohl verguckt zu haben. Guck mal hier, Lola. Oder der, mal gucken, was der dazu sagt. Ihr und ich kennen uns seit unserer Kindheit. Sie ist ein herzensgutes Mädchen. Auch wenn sie mich gelegentlich bittet, ziemlich unerwartete Dinge zu tun. Heute Morgen bat mich Gil, ein paar Käfer in der Nähe des Dorfes zu fangen und ihre Käferorgane auszunehmen. Aber was sie mit diesen Haufen Insektenpampe anfangen will, ist mir schleierhaft. Ehrlich gesagt beunruhigt mich diese seltsame Bitte etwas. Trotzdem wäre ich ja bereit, das zu erledigen, wenn ich mich nicht um die Pferde kümmern müsste. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal so eine Frage stellen würde, aber könntet ihr mir helfen, einige Käfer in der Reihe zu sammeln? Ihr findet Käfer westlich und nördlich von. Okay. Westlich und nördlich. Okay, dann gucken wir. Wir gehen mal dahin. Schauen wir mal, ob wir ein paar Käfer finden. Heulende Berge. So. Sind wir hier so nördlich, westlich, kann man sagen? Ah, guck mal hier. Leben die noch? Ja, oder? Okay, einen haben wir. Den Käfer will ich haben. Gib mir den Käfer. Okay. Habe ich ganz zufällig noch Beutelgras gesammelt. Hier ist noch jemand, der auch Käfer benötigt, wie ich sehe. Oh, der ist gleich gestorben. Auch nicht schlecht. Hier schönes. Glitzert. Ach, guck mal, kann ich direkt auch machen. Bisschen, ja, den Beruf fixen. Okay. So, dann wollen wir mal schauen, wo sind denn die nächsten Käfer? Hier hinten? Brauche ich auch nicht. Auf jeden Fall sehr gefährlich aus.
Holzfällen ist auf Stufe 4 angestiegen. Cool. Schön. Was zu reiten habe ich noch nicht, wa? Das war ja noch nicht. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Am Pferdchen wäre schon was Feines. Hier. Hat Dell euch gebeten, mir dieses zu geben? Gut, sobald ich hiermit fertig bin, wird Dell viel Grund zur Freude haben. So, hier ist mein neuestes Meisterwerk. Frische Käfersuppe. Die riecht zwar ein bisschen merkwürdig, ist aber köstlich. Das versichere ich euch. Aber, seht mich doch nicht so an. Als ich neulich diesen fetten Käfer sah, wusste ich, dass sie eine schmackhafte Leckerei abgeben würden. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Mein letztes kulinarisches Experiment, Bärenaugenwein, hat auch gut funktioniert. Dell hat ihn sehr gerne getrunken. Bringt sie schnell zu Dell. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie er sich daran erfreut. Tatsächlich bin ich gespannt, wirklich, wie er sich freut. Das meint ihr sicher nicht ernst. Das ist unglaublich ekelhaft. Kann ich glauben, dass Gil diese Käfereingeweide wirklich zur Nahrung verarbeitet hat? Nach diesem Bärenaugenwein musste ich erstmal 3 Tage im Bett liegen bleiben und mir dreht sich immer noch der Magen um, wenn ich daran denke. Ich will mir nicht vorstellen, was mit mir passiert, wenn ich diese teuflische Käfersuppe esse. Naja, Gil meint es ja gut. Wenn ich diese Suppe erst einmal nicht anrühre, kann ich vielleicht etwas Mut sammeln und sie dann probieren. Langsam. Dich. Okay. Ich dachte, ich hätte mich an den seltsamen Geschmack von Gilts Speisen gewöhnt, aber diese Käfersuppe war wirklich sehr besonders. Ich meine, wer würde schon Käfer in seinen Speisen verwenden? Wie kann man nur solch schöne Kreaturen essen? Man sollte sie als Zierde betrachten, vor allem ihre wundervollen Augen. Gil könnte sogar noch schöner aussehen, wenn sie eine Halskette daraus tragen würde. Könntet ihr vielleicht wirklich ein paar Käfer für mich fangen und die Käferaugäpfel entfernen? Ich möchte für Gil eine Halskette anfertigen. Okay. Also, die sind ja schon irgendwie merkwürdig, oder? Muss man ja schon sagen. Jetzt will er die nicht die Käfer zum Essen haben, sondern jetzt sollen die tatsächlich für eine Halskette dienen. Na, sowas Ekliges. Dann schauen wir mal, dann werden wir die nochmal töten, wahrscheinlich. Richtig? Ja. Mal 10.
Oh. Da ist tatsächlich einfach mein Mana zu Ende. Ja, das ist halt immer das Schlimme am Magier. Hat einfach nie Getränke bei. Aber wir haben es gleich geschafft. Nein. Was soll die Jägerfalle aufstellen? Eine Jägerfalle. Was? Ein Tier. Kein Plan. Okay, so. Perfekt, da haben wir es auch geschafft. Diese Käferaugäpfel sind so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Halskette daraus wäre viel schöner als eine, die aus langweiligen Perlen besteht. Vielen Dank, Abenteurer. Hier ist eine kleine Belohnung für eure Hilfe. Merci, vielen Dank. Meine Lieben, und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video noch ein Like da lassen würdet und den Kanal abonniert und natürlich die Glocke nicht vergesst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer André. Ciao, ciao.